Hallo meine Lieben, ja, herzlich willkommen zu den Seelengefährten Readings. Die kommen heute schon, denn ja, turnusmäßig fällt ja Vollmond und Neumond dann doch immer mal genau auf Monatsende und Monatsmitte. Und da wir dann natürlich sehr, sehr viele Videos online bringen, in den kommenden 8 Tagen wird es jeden Tag von uns etwas geben, müssen wir auch früher loslegen. Und jetzt haben wir heute die Intuition gehabt, wir machen heute bereits die Seelengefährten-Readings. Das heißt, wenn du in einem Seelenpartnerprozess bist und siehst dich eher in der Position des Loslassers oder der Loslasserin, dann ist dieses Reading das Richtige für dich. Ich frage hier aus dem Rider-Waite-Tarot und aus dem Gilded Reverie Lenormand, das ist hier das Klärungsdeck gewesen, nach den Energien, die dir in deinem Prozess für den Monat November bevorstehen. Wir haben dann natürlich in einem zweiten Video auch die Seite deines Seelenpartners oder deiner Seelenpartnerin im Blick. Da wird Micha dann dabei sein und die Seite der ja, sogenannten Gefühlsklärer beleuchten. Aber jetzt zunächst zu dir. Ja, meine Lieben, dieser Prozess im Moment, ja, ist wirklich in einer Phase, wo es darum geht, eine bestimmte Erfahrung zu verarbeiten, die nicht einfach zu verarbeiten ist. Ich spreche da aus meinem eigenen Nähkästchen, denn viele von euch haben wirklich sehr gut losgelassen in den letzten Wochen, ja, und sind jetzt enttäuscht, dass das keine Wirkung zeigt. Ich greife da einfach mal ein bisschen vor. Ich habe die Karten heute auch noch nicht alle umgedreht, denn die meisten von euch kennen die Karten sehr gut, ja. Dann konzentriert man sich doch immer schon aufs ganze Kartenblatt. Ich möchte da heute einzeln durchgehen mit euch. Finde ich sinnvoller, habe ich irgendwie heute so das Gefühl gehabt. Denn es liegt hier am Tisch ein Reading, das sehr schön diese Energie aufgreift. Dass man, wenn man selbst sehr viel an sich arbeitet, wenn man selbst immer weiterkommt in seinem Prozess, dann doch, und das liegt hier vor allem im Unterbewusstsein, ja, hofft, dass sich beim anderen auch was tut. Und wenn das dann nicht oder noch nicht der Fall ist, ist man nochmal sehr enttäuscht. Und in dieser Phase befinden sich momentan viele von euch. Und noch ein ganz kurzer Exkurs, ja. Ich mache ja zweimal im Monat über Vimeo oder unsere Webseite diese Empress Readings. Ich möchte die ab sofort umbenennen, weil eine Klientin zu mir gesagt hat neulich, und das hat mir zu denken gegeben, ja, Empress Readings schaue ich nicht, weil ich denke, ich bin noch nicht so weit. Ich sage euch gerne, was ich in den Empress Readings mache. Ich gebe meinen eigenen Prozess weiter. Ich plaudere aus dem Nähkästchen heraus und auch zu diesem Thema, nämlich zu Themen, die dir helfen sollen, ganz gleich, wo du in deinem Prozess stehst, in deine Kraft zu finden. Und deswegen hat mich das so erstaunt, dass es vielleicht der falsche Titel ist, Empress, ja, dass man dann denkt, ja, da muss ich schon die Herrscherin sein. Mm-mm, überhaupt nicht. Ich werde das umbenennen und dieses Thema ist eines, und deswegen bin ich hier so ausführlich anfangs bei der Einleitung, was in dem Prozess am schwierigsten zu bewältigen ist. Und ich gehe jetzt mal mit euch durch dieses Reading und rate euch wirklich sehr, euch diese Videos mal anzuschauen, die ich da zweimal im Monat mache, denn das sind wirklich handfeste Tipps, die ich hier gebe, was mir geholfen hat. Und ich kenne das, was hier liegt, nur zu gut, ja. Ich habe in der Hauptenergie die 10 Kelche und den Hierophant erhalten. Diese Legeform ist ja angelehnt ans keltische Kreuz, ja. Ich hatte als allererste Karte hier die 10 Kelche und dann bittet man um eine Klärungskarte aus dem gleichen Deck, das ist der Hierophant. Ich habe das Gefühl, dass du dir im Moment sehnlichst wünschst, einfach anzukommen. Anzukommen, natürlich auch bei dir, aber auch in einer erfüllten und glücklichen Beziehung. Dabei ist es für viele nicht mehr unbedingt der Seelenpartner, ja, sondern diese 10 Kelche bringen zum Ausdruck, dass man sich einfach eine, ja, ich möchte fast sagen, heile Welt, eine friedvolle, heile Welt wünscht, eine schöne, harmonische Beziehung, denn die Seelenpartnerschaften bringen ja oftmals immer wieder Aufruhr, immer wieder
Ungleichgewicht, seelische Imbalancen. Ja, wir müssen immer wieder Themen angucken. Und viele von euch sehnen sich einfach danach, dass es mal leichter wird. Und diese 10 Kelche, das ist so diese Erfüllung, ja, auch mit einem Partner, vielleicht mit Kindern, in einem schönen Heim. Und diese Hoffnung ist einfach in vielen von euch präsent. Und gerade jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, wenn wir jetzt in den November gehen, ja, wenn man Single ist, man geht dann durch die Stadt, man sieht die Familien beim Einkaufen, sich vorzubereiten, ja, vielleicht auch schon auf Weihnachten. Es ist schwer. Und was jetzt hier wunderschön als Klärungskarte dazu fällt, ist der Hierophant. Und der sagt dir an dieser Stelle, vertraue dem Prozess. Vertraue auch darauf, dass das, was du für dich selber im Moment erlebst, die Wunden, die du heilst, das, was du an dir bearbeitest, dir in deinem Leben weiterhelfen wird. Und glaubt mir, meine Lieben, so oft war ich in diesen ganzen 20 Jahren am Boden zerstört, ja, weil ich immer wieder gehofft habe, dass das, was ich tue, und ich beschäftige mich ja bereits seit, naja, vielleicht so 2012 intensiv mit diesem Seelenpartnerprozess. Und diese ganzen Jahre von 2012 bis 2019 habe ich ja auch gedacht, ich arbeite schon an mir, ich bin gut am Loslassen, ich wachse in meine Kraft. Und was glaubt ihr, wie oft ich dann wütend war? Warum denn für mich sich dann nicht endlich das erfüllt, was mir hier im Grunde irgendwo prophezeit wurde? Dass meine eigene Entwicklung dann auch letztlich Micha in seine Entwicklung bringt. Und diese Enttäuschung darüber, dass dann doch nicht das passiert ist, was ich mir eigentlich erhofft habe, wenn es vielleicht auch nur unbewusst war, die ist groß gewesen. Ja. Und wenn wir in deine Vergangenheit schauen, ja, und viele von euch, ja, betreuen wir ja auch in persönlichen Coachings. Ich mache Readings für euch. Ich weiß es ja, ihr werdet euch zunehmend eures Wertes bewusst. Ihr erkennt, ihr seid ein Geschenk. So, und dann stellst du dir doch immer wieder die Frage, warum um Himmels Willen erkennst denn dann der andere nicht? Und da wäre ich wirklich total emotional, weil mich das so erinnert an das, was ich gedacht habe. Wie oft ich mich gefragt habe, das kann doch nicht sein, jetzt schreibe ich ihm schon nicht mehr. Ja? Wann kommt er denn endlich in seine Verlustangst? Wann kommt denn endlich die erlösende E-Mail oder Nachricht per WhatsApp und er schreibt mir, warum meldest du dich nicht? Ich vermisse dich, du fehlst mir, wie geht's dir? Ja, und es kam nichts. Es kam nichts. Und warum nicht? Weil ich in meinem Unterbewusstsein immer noch daran festgehalten habe, dass meine Entwicklung ihn zurückbringt. Und hier liegen in deinem Unterbewusstsein die 4 Münzen. Und ich weiß, das ist heute ein brutales Reading, ja. Ich muss es aber so drastisch ausdrücken, denn man neigt, und ich spreche doch von mir selber, meine Lieben, ich will euch doch nicht bewerten oder gar kritisieren, ich weiß es doch, wie es ist, man neigt so sehr dazu zu glauben, man ist schon viel weiter. Wie oft ich mir dachte, ja, ich habe losgelassen, ich bin in meinem Prozess jetzt weit gekommen, ich bin in mein Selbstwertgefühl gekommen. Und was war? Immer wieder habe ich gehofft, dass das, was ich für mich tue, endlich Wirkung zeigt. Und das sind die 4 Münzen. Und das Unterbewusstsein, meine Lieben, macht so viel von uns aus. Ja, also die Wissenschaft ist da noch so ein bisschen im Zwiespalt, aber man geht davon aus, dass 90-95% unseres gesamten Daseins aus unserem Unterbewusstsein herausgesteuert wird. Und wenn du hier noch festhältst, weil du hoffst, dass die Arbeit an dir selbst endlich mal im Außen etwas bewirkt, ja, dann kannst du dir vorstellen, dass das energetisch natürlich die Präsenz schlechthin ist, ja. Und ich habe dann hier mal um eine Klärungskarte gebeten und sehr bezeichnend fallen hier die Würfel dazu. Ich habe das Gefühl, du hoffst, dass plötzlich, unerwartet, schicksalhaft etwas geschieht, was deine Situation verändert. Und auch da, verzeiht mir, wenn ich heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, was meinen eigenen Prozess betrifft, ja, für viele von euch ist es hilfreich, ja, ich habe mir oftmals gedacht, Gott, könnte nur plötzlich irgendwas, aber auch irgendwas
vollkommen Unvorhergesehenes geschehen, nur damit sich etwas tut. Das war auch im Übrigen ab und zu der Grund, warum ich mich ja, obwohl es gar keinen Grund gab, wieder geschrieben habe. Einfach nur, damit wieder was passiert in diesem Prozess, weil ich diese Stagnation nicht aushalten konnte, weil ich nicht aushalten konnte, wenn eben nichts passiert. So, aber dann muss man sich fragen, warum kann man das denn nicht aushalten? Weil man sich selbst noch immer nicht in den Mittelpunkt des eigenen Lebens stellt. Denn wenn ich mich selbst in den Mittelpunkt meines Lebens stelle, ja, dann bedeutet mein Leben nicht Stagnation, nur weil sich der andere nicht meldet oder kein Kontakt besteht, sondern dann habe ich jeden Tag, einen Tag lang die Möglichkeit, mein Leben für mich so zu gestalten, wie es mich noch mehr erfüllt, wie es mich noch glücklicher macht, wie ich es noch mehr genießen kann. Ja? Aber ich kenne das, ich kenne das. Wie oft habe ich mir gewünscht, es würde irgendwas passieren, was weiß ich. Manchmal dachte ich mir, ja, wenn der Micha jetzt seinen Job in China verlieren würde, ja. Ich bin da ganz ehrlich, ja, weil ich kenne solche Gedanken von mir, dass man sich dann denkt, ja, dann müsste er ja zurückkommen nach Deutschland, vielleicht wäre dann alles anders, weil dann würde er vielleicht ja hier mehr die Möglichkeit haben, mich zu sehen und. Oder habe ich mir manchmal gewünscht, seine Frau, also jetzt Ex-Frau, seine Frau, würde jemand anderen kennenlernen, würde ihn verlassen. Dachte mir, ja schön, dann hätte die ganze Situation plötzlich eine ganz andere Ausgangsbasis. Aber dann hätten wir doch unsere Aufgaben nicht angegangen. Ja, das weiß ich jetzt, aber ich war natürlich in dieser Phase. Und jetzt frage ich mich, wie siehst du das Ganze? Und du möchtest ja nach vorne weitergehen, ja? Du möchtest ja, aber dieser Mann, und das ist hier das Besondere auf diesen zwei Stäben, der steht hier noch. Der hat zwar die Welt in seiner Hand, ja? Also der betrachtet die Weltkugel und stellt sich vor, wie es an anderer Stelle wäre, aber letztendlich geht er noch nicht los. Falls man gerade in der Kamera das Prasseln hört, auch auf Mallorca regnet es mal und ich sitze hier im Wintergarten, deswegen könnte man das bisschen hören. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Seht ihr, ich lerne nicht aus, mir ein besonderes Plätzchen für die Videos zu suchen. Einmal ist es morgens zu dunkel, jetzt regnet es aufs Dach vom Wintergarten. Aber ja, wir kommen erst gerade hier an und deswegen wird sich das alles in den kommenden Wochen hoffentlich zu eurem Besten lösen lassen. Also wie gesagt, sorry, momentan ein kleiner Schauer hier. Diese Karte bringt zum Ausdruck, dass deine Seele, und dafür nehme ich die zwei Stäbe immer wahr in einer Legung, eine sehr, sehr große Sehnsucht danach hat, einmal nur für dich weiterzugehen. Aber wie gesagt, dieser Mann steht noch, diese Sehnsucht ist da. Du hast aber auch gleichzeitig Sehnsucht nach deinem Seelenpartner. Und das ist ja genau die Farce, ja, warum dieser Loslassprozess nicht einfach so funktionieren kann, dass man diese Sehnsucht abschneidet. Das geht leider nicht, ja. Wie oft habe ich mir das selbst gewünscht? Es käme jetzt ein Geistwesen mit einer großen Schere, zerschneidet das Band zwischen Micha und mir und ich könnte endlich in diese Richtung hier nach vorne weitergehen, ja. Und dann kann ich mich noch so drauf konzentrieren, ich lasse los, ich gebe auf und morgens wache ich auf und mein erster Gedanke ist, Gott, wie wäre es jetzt in seinem Arm aufzuwachen? Und so groß die Sehnsucht auf der einen Seite ist, deiner Seele diese Situation hinter dir zu lassen und nach vorne weiterzugehen, so groß ist dann aber auch die Sehnsucht nach diesen Menschen, denn die Seelen drängt es ja zueinander. Im Übrigen auch eine Karte, ich bin sehr gespannt auf das Reading, das wir dann machen für die Gefühlsklärer, auch eine Karte, die zeigt, dass die Energieübertragungen im Kollektiv immer noch sehr extrem sind, ja, also du könntest auch große Sehnsucht deines Seelengefährten wahrnehmen, das haben wir ja schon seit ein paar Wochen extrem stark und das scheint im November noch anzuhalten. So, jetzt fragte ich, was kommt denn eventuell im Außen auf dich zu? Was passiert im Außen? Und da haben wir den Teufel. Dein Seelenpartner könnte sich in einer Situation befinden, aus der er oder sie nicht einfach so rauskommt. Das war mein erster Impuls hier zu dieser Karte. Ich bat da noch um Klärung. Und
Du darfst davon ausgehen, dass dein Seelenpartner momentan sehr viel darüber nachdenkt. Das ist für mich immer eine Position hier im keltischen Kreuz. Da wird mir mitgeteilt, was sozusagen, naja, ich möchte jetzt mal sagen, in Anführungszeichen, hinter den Kulissen auf der anderen Seite passiert. Und vielleicht ist dein Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin noch in einer anderen Beziehung. Dann darfst du davon ausgehen, dass es in dieser Beziehung momentan ein bisschen Unruhe gibt, ein bisschen Stress gibt, weil ihm oder ihr diese Abhängigkeiten sehr bewusst werden. Das passt sehr gut zu den Energien im Kollektiv der Gefühlsklärer, ja? Denn diese Herzöffnung, die seit einiger Zeit stattfindet in dem Kollektiv, die nimmt ja weiter Fahrt auf. Und je mehr diese Menschen klingt jetzt fast ein bisschen abwertend, je mehr dein Seelenpartner, bleiben wir mal sehr persönlich, ja, versteht, dass das, was er hier vielleicht lebt, es muss nicht unbedingt eine Beziehung sein, ja? Das kann auch eine andere Art von Abhängigkeit sein oder eine Situation, aus der er oder sie nicht so einfach rauskommt. Auch Ängste können sehr, sehr fesselnd und anhaftend sein, ja? Je mehr er oder sie spürt, dass im Prinzip das Herz sich etwas anderes wünscht, desto stressvoller, unruhiger und psychisch anstrengender wird es in dieser Situation. Das kennst du vielleicht von dir selbst, ja? Wenn du dich in einer Lebenssituation befindest, und das kann alles Mögliche sein, das kann eine Arbeitsplatzsituation, eine Freundschaft, ein bestimmtes Verhalten sein, das du gerne ablegen möchtest. Je mehr du erkennst, dass das, was du hier tust, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes giftig für dich ist, ja, der Teufel, der verkörpert im Tarot ja auch so eine toxische Energie. Du schaffst es aber nicht, dich daraus zu lösen, dann wird es immer anstrengender, dann wird es immer schwieriger, dann geht wie so eine, naja, Schnur um den Hals zu, ja, und man kommt sich vor wie in einer Zwangsjacke. Und das nehmen wir ja schon eine Zeit lang im Kollektiv der Gefühlsklärer wahr. Was mir jetzt auch noch als Impuls kommt, und das soll ich auch weitergeben, es könnte sein, dass dein Seelenpartner im Moment ja entweder etwas viel trinkt oder sogar zu anderen Drogen greift. Also ich höre Abhängigkeiten von irgendwelchen Substanzen. Also mich erkennt es auch von sich, ja, er hat auch in vielen Videos schon zugegeben, dass er gerne mal etwas getrunken hat, um sich seine Lebenssituation erträglich zu gestalten. Im Übrigen waren das dann auch oftmals die Situationen, in denen er mir Nachrichten geschrieben hat. Ja, also ich habe oftmals am Wochenende, Freitag oder Samstagabend, 19, 20 Uhr, das war in China nachts, 2, 3 Uhr, habe ich eine Nachricht bekommen, die er geschrieben hat, wenn er was getrunken hatte. Und diese Nachrichten, vielleicht kennst du das von dir auch, waren dann immer extrem liebevoll oder offen, also so, wie er nicht geschrieben hat, wenn er nüchtern war. Und ja, ich habe mir da natürlich immer schön die rosarote Brille aufgesetzt, habe gehofft oder gedacht, dass er jetzt, in Anführungszeichen zur Vernunft kommt, bin da drauf eingestiegen, habe dann ebenfalls liebevoll zurückgeschrieben und war dann natürlich mega enttäuscht, als am nächsten Tag entweder überhaupt nichts mehr kam oder auch tagelang nichts mehr kam oder aber dann wieder eine sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, nüchterne Nachricht. Also das könnte auch der Fall sein. Wie gesagt, das sehen wir nachher in dem zweiten Video dann natürlich deutlicher anhand der Karten, die hier fallen möchten. Ja, jetzt habe ich gefragt nach deinen Hoffnungen oder auch Ängsten. Und da wollten aus dem Tarot zwei Karten gleichzeitig fallen, nämlich der Gehängte und die 10 Stäbe. Treffender könnten die Karten hier nicht fallen, denn du hast im Moment große Angst davor, dass dieser Zustand einfach nicht aufhört. Dass dich diese Seelenpartnergeschichte bis an dein Lebensende begleitet, dass du diesen Menschen niemals ganz loslassen kannst und dass das für dich zunehmend eine Last ist. Und das ist auch überhaupt nicht erstaunlich, dass diese Kartenkombination hier gefallen ist, denn ich hatte ja anfangs gesagt, dass es bei vielen von euch
im Moment darum geht, dass du ja schon viel an dir gearbeitet hast. Wir haben das gesehen hier mit diesem Ast der Münzen, dass du dir schon über deinen Wert klar geworden bist, dass du schon in dein Selbstwertgefühl gefunden hast, ja, viel mehr als noch vor Monaten oder auch vor ein, zwei Jahren. Und wenn man jetzt aber spürt, dass ja trotzdem der Prozess eventuell noch stagniert, dass trotzdem der andere vielleicht noch in einer Lebenssituation ist, die er längst verlassen müsste, dass trotzdem sozusagen deine Früchte dieser Arbeit an dir selbst noch nicht zur Ernte bereitstehen, dann empfindet man das als große Belastung, weil man denkt, was ist denn, wenn das jetzt immer so weitergeht? Wenn ich an mir arbeite, es passiert aber nichts und trotzdem kann ich diesen Menschen nicht, ja, ich sag's mal ganz krass ausgedrückt, aufgeben. Und ich selbst habe diesen Unterschied von Loslassen und Aufgeben erst im letzten Jahr, also sozusagen nach 25 Jahren meines Prozesses entdeckt. Und genau deshalb liegt mir so viel daran, euch diesen Unterschied immer wieder bewusst zu machen. Denn in all den Jahren, ja, in denen ich letztendlich, auch wenn es vielleicht hauptsächlich in meinem Unterbewusstsein war, noch in dieser Energie war und gedacht habe, je mehr ich an mir arbeite, desto größer ist die Chance, dass der Micha plötzlich vor meiner Tür steht mit seinem Koffer und sagt, so Uli, ich bin zurück. Desto mehr wurde mir bewusst, ja, dass das nicht zielführend sein kann, denn diese Jahreszahl, ja, mir kommt es manchmal selber immer ganz gruselig vor, von über 20 Jahren, das ist ja wirklich eine Hausnummer. Und erst im letzten Jahr habe ich erkannt, was es bedeutet, diese vier Münzen auch aus dem Unterbewusstsein auszukehren, nämlich überhaupt nicht mehr daran zu denken, dass er jemals zurückkehren könnte. Viele von euch sagen jetzt mit Sicherheit in sich, Uli, was erzählst du immer vom Resonanzgesetz? Du sagst immer, ich erhalte, woran ich glaube. Wenn ich ihn jetzt aufgebe und sage, gut, dann kommt er halt nicht mehr wieder zurück. Da möchte ich nochmal betonen, und das ist mir so wichtig, dass ihr den Unterschied versteht. Das Gesetz der Resonanz greift nicht, wenn eine andere Person involviert ist. Ich kann mir keinen Menschen in mein Leben manifestieren. Das ist etwas ganz Entscheidendes, was man wissen muss. Ja? Denn es ist immer der freie Wille des anderen beteiligt. Es ist immer die Manifestation, auch wenn der das ganz unabsichtlich macht, dieses Menschen beteiligt. Ja? Du weißt ja auch nicht, was er oder sie anzieht gemäß seiner Gedanken und Gefühle. Und das, was du dir manifestieren kannst, und das habe ich im letzten Jahr auch gemacht, ist ein glückliches und erfülltes Leben, ja, für dich selbst. Das kannst du. Aber sobald du einen anderen Menschen involvierst in deine Manifestationskünste, wird das nicht funktionieren. Ja, und deswegen brauchst du auch keine Angst haben, dass du ihn sozusagen durch dieses Aufgeben erst recht aus deinem Leben fernhältst. Nein, sondern du überlässt es einfach der göttlichen Führung. Du sagst, ich vertraue darauf und dafür liegt hier der Hierophant, dass das passiert, was für uns passieren soll. Aber ich gebe es auf zu hoffen, dass meine Entwicklung etwas bei ihm bewirken muss. Denn auch in den Seelenpartnerschaften kann es theoretisch ja sein, dass sich seine Seele für einen Weg entschlossen hat, der ihn in dieser Inkarnation noch nicht an deine Seite führt. Da stecken wir nicht drin und das müssen wir akzeptieren. Ja? Und eine ganz tolle Karte fällt hier, als ich fragte, wie entwickelt sich die Energie in Richtung Dezember weiter, und da fällt die Stabkönigin. Ich hoffe, dieses Reading trägt dazu bei, dich in diese Energie zu führen. Wenn du als Mann schaust, sieh es gerne als Stabkönig. Denn die Stabkönigin oder der Stabkönig, das ist die oder der unabhängigste von allen. Ja, dieser Mensch, ob jetzt Mann oder Frau, hat sich aus allen Abhängigkeiten befreit. Dieser Mensch kennt seinen Wert und weiß, dass ausschließlich sie oder er auch für das Glück verantwortlich ist im Leben. Und das ist eine ganz wundervolle Karte, die toll zu dem Rat deiner göttlichen Führung passt. Denn da möchte ich euch gleich beide Karten zeigen. Es fallen die vier Kelche aus dem Tarot und zur Klärung das Haus aus dem Lenormand.
Es geht letztendlich in dieser Phase des Prozesses, in der jetzt viele von euch stecken, immer noch um diese Wunde der Ablehnung und Zurückweisung, ja? Denn du erfährst diese Zurückweisung letztlich ein zweites Mal sehr krass, wenn du losgelassen hast und er kommt trotzdem nicht zurück. Und da sagt die geistige Welt, ja, dann schau da nochmal hin, denn auch das ist wieder Triggern dieser Zurückweisungswunde nach dem Motto, so, jetzt habe ich doch meinen Part erfüllt, warum kommst du denn nicht in die Puschen? Warum arbeitest du denn jetzt nicht an dir? Warum zahlt sich das denn nicht aus? Das triggert noch einmal diese Wunde an und hier sagt die geistige Welt, für dich ist es angesagt, in dir zunächst dieses Zuhause zu finden, das du dir bei deinem Seelengefährten erhoffst, dass du dir dort ersehnst und dass du auch schon mal dort gefunden hast. Sonst wäre dieses Band ja nicht so stark. Ja, also sehr, sehr passend und stimmig dieser Rat der göttlichen Führung. Und ich möchte euch noch die Unterseiten der Decks zeigen. Wunderschön, das Ass der Kelche. Das ist eine der Seelenpartnerkarten. Es besteht immer noch die Chance auf eine glückliche und erfüllte Liebesbeziehung. Ja, aber zunächst darfst du dir diesen Kelch von Gott reichen lassen. Ja, die Hand Gottes, deines Schöpfers, reicht dir hier den gefüllten Kelch der Liebe auf der Hand und sagt, das ist zunächst der Kelch, aus dem du trinken darfst. Du darfst dich satt trinken an diesem Kelch. Ja, Gott liebt dich bedingungslos, so wie du bist. Und deswegen ist es so wichtig, und da kommen wir gleich hier zur Unterseite des Lenormands, wirklich das Kapitel für dich der Vergangenheit zu schließen, ja, was hier ja diese zwei Stäbe auch sehr schön angedeutet haben, zu sagen, das war ein Kapitel des Prozesses, aber ich darf jetzt auch weitergehen, ohne darüber immer wieder nachzudenken, warum passiert denn auf der anderen Seite nichts, wenn ich doch so fleißig an mir arbeite, ja. Ich weiß, meine Lieben, das war heute ein sehr heftiges und sehr emotionales Reading, auch von mir, aber das liegt einfach nur daran, dass ich mit meiner ganzen Kraft wirklich euch helfen möchte, nicht die gleichen Fehler zu machen wie ich, vor allem nicht so lang. Man kann in dem Prozess eigentlich keine Fehler machen, das ist nicht das richtige Wort. Es gehört ja alles dazu, aber ich werde all meine Kraft dafür einsetzen, nach wie vor und immer, immer, immer weiter, um euch einfach Zeit zu ersparen, ja, denn wenn man bestimmte Zusammenhänge wirklich dann doch immer wieder beleuchtet bekommt, dann fällt es einem leichter, wirklich Schritte zu wagen, indem man einmal ein Kapitel schließt, indem man einmal auch dieses Wort aufgeben in den Sinn kommen lässt, ja, ich weiß, das ist ein gruseliges Wort, aber der Unterschied zwischen Loslassen und insgeheim noch festhalten und Loslassen und Aufgeben, der ist immens groß. Und wenn ich nicht am eigenen Leib erfahren hätte, dass es in vielen Prozessen der Knackpunkt ist, nicht nur jetzt bei mir und Micha, sondern auch bei Klienten, die wir betreuen, dass es der Knackpunkt war dafür, dass Veränderung geschehen ist, ja, oder gerade geschieht, würde ich das nicht so emotional rüberbringen, aber ja, mein Herz schlägt einfach dafür, euch das aufzuzeigen und euch ja dahin zu führen, dass ihr wirklich erkennt, ihr seid wundervoll, ihr seid Gold. Ja, ich bin sehr gespannt, welche Karten nachher in dem Reading fallen werden für die andere Seite, für deinen Seelengefährten. Micha und ich bedanken uns an der Stelle im Übrigen ganz herzlich, wenn jemand unseren Kanal unterstützen möchte, freiwillig für die vielen kostenlosen Videos, die wir auf YouTube stellen. Du findest alle Infos dazu in unserer Infobox unter diesem Video. Für alle, die das schon tun, ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Wir wissen das jedes Mal sehr, sehr, sehr zu schätzen, denn ihr ermöglicht uns das letztendlich, dass wir doch sehr viele Videos im Monat kostenfrei zur Verfügung stehen, die euch zu eurer Weiterentwicklung dienen sollen. Ja, also jetzt schauen wir mal, was auf der anderen Seite passiert. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und Zusehen und sage bis gleich, die Uli. Tschüss!